ich, also meine Damen und Herren, bevor ich einen formalen Punkt nochmal mache, möchte ich mir einen politischen Punkt erlauben. Es ist wirklich bezeichnend, dass die Fraktionen, deren Parteien in der Bewegung gegen die Kürzung des ÖPNV, die bei dir vorliegt, keine Rolle gespielt haben oder diese Bewegung sogar etwa in studentischen Gremien torpediert haben, jetzt unserer Fraktion vorwerfen wollen, dass sich Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt von unseren Positionen mehr versprechen als von den ihren. Das ist wirklich traurig. War ein bisschen mehr gesagt, ne? Also wir haben die Bewegung unterstützt. Ich nochmal zum Mitschreiben. Es ist bezeichnend, dass SPD und Grüne in der Bewegung gegen die Kürzungen des ÖPNV, die heute hier vorliegen, keine Rolle gespielt haben, diese Bewegung sogar torpediert haben in verschiedenen Gremien innerhalb des Bündnisses, etwa in Studentengremien, wo Veranstaltungen abgesagt wurden und ähnliches. Es ist kein Wunder, dass Genossinnen und Genossen unserer Fraktion in der Bürgerversammlung eine wichtigere Rolle gespielt haben, weil wir in Kassel wahrgenommen wurden als Teil und wahrgenommen werden als Teil der Bewegung gegen die Kürzung im ÖPNV. Die Grüne Partei steht in Kassel für diese Netzreform, die ein armselige Zugeständnis an die anderen Fraktionen sind, zur Mehrheitsbeschaffung und so weiter. Das ist traurig, aber so ist es nun mal und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir auf der Bürgerversammlung natürlich selbstverständlich aufgrund der Dynamik der Bewegung eine größere Rolle gespielt haben. Das passt Ihnen nicht, aber so ist es. So. Ja, man sollte sich vielleicht ein bisschen mit sozialer Bewegung auseinandersetzen. Das kann helfen. So, ich möchte aber die Zeit nutzen, einen formalen Antrag zu stellen. Dazu beantragt meine Fraktion, unseren vorliegenden Antrag abschnittsweise abzustimmen. Und zwar ist er numerisch geordnet in die Abschnitte 1., 2. und 3. Wir haben verschiedene Argumente heute gehört, die gegen verschiedene dieser Punkte sprechen. Der erste sind in erster Linie die Wünsche der Umweltverbände, die sich auf verschiedene Linien beziehen. Der zweite Punkt ist der Korridor Rothen-Dittmold-Wallishausen und die dritte Stelle wäre die Finanzierung, deshalb beantrage ich eine abschnittsweise Abstimmung.